Also, herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial, sage ich einfach mal dazu, von World of Warcraft, Warlords of Draenor, beziehungsweise noch Mist of Pandaria. Aber wir haben den Pre-Patch, deswegen kann man ruhig schon Warlords of Draenor sagen. Die Spezialisierung und Talente haben für Level 100 die neuen Fähigkeiten dazu gekriegt, auf die werde ich jetzt definitiv erstmal nicht eingehen. Das kommt dann, wenn es wirklich soweit ist. Erstmal zu der in Hauptänderung, die einem als allererstes ins Auge sticht. Das Leben war vorher deutlich mehr, 600.000 Pi mal Daumen. Es kam eine Item- bzw. Gegenstandswertequetsche von 90%, Pi mal Daumen 90%. Entsprechend sehen die Werte jetzt auch ein bisschen anders aus. Ein paar Bonis wurden überarbeitet, möchte uns jetzt nicht unbedingt interessieren. Ich gehe kurz hier auf den Feuermage ein. Beziehungsweise Mage im Allgemeinen, aber spezifisch der Feuermage. Mage hat drei Spezialisierungen: Feuer, Frost, Arkan. Hier kann man es besser sehen. Die Standardzauber, beziehungsweise auch passive Fähigkeiten. Das Hauptsächliche, womit man arbeitet. Wenn ich jetzt alles, das würde echt den Rahmen sprengen. Deswegen Feuermage. Feuerball als Lückenfüller, Pyroschlag immer wenn er aktiv ist, also proc't. Inferno-Schlag, um Dot zu verteilen, auch einäschern, um Dot zu verteilen. Ich zeige es euch gleich mal an der Puppe, wie das Pi mal Daumen gespielt wird. Der Feuerball, für die Leute, die es schon kennen, also lebende Bombe, hier, ist jetzt ein Skill. Genauso wie instabile Magie, Druckwelle. Von Druckwelle und instabile Magie sehe ich jetzt teilweise noch ein, wenn kontinuierlich irgendwelche Adds da sind oder. Aber es steht da jetzt nicht bei, wie hoch ist diese Proc-Chance. Arkanschlag, Feuerball, Frostfeuerblitz, Frostblitz verfügen über eine Chance von 30% beim Einschlag zu explodieren und dem Ziel sowie allen Gegnern im Umkreis von 8 Metern 50% zusätzlichen Schaden zuzufügen. Kann richtig genial sein, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es proc't. Es ist passiv, man spart sich einen Global Cooldown im Gegensatz zu lebender Bombe, auch im Gegensatz zur Druckwelle. Druckwelle, ein weiterer AE-Spell, den man einfach setzen kann, ähnlich wie hier den Flammenstoß. Nur, dass die Druckwelle nochmal ein bisschen lustiger ist, finde ich zumindest. Aber ich spiele lieber jetzt mit der lebenden Bombe, auch wenn sie nicht mehr nötig ist, um maximalen Schaden rauszubringen. Die Spiegelbilder sind auch zum normalen Skill geworden. Aber erstens, sie halten 40 Sekunden an, alles schön gut, nicht die große Änderung, aber sie skalieren mit 100% mit eurer Zaubermacht. Zaubermacht über der Waffe, da steht ja schön Zaubermacht drauf, und durch Intelligenz. Intelligenz gewährt keine kritische Trefferwertung mehr. Das ist zu beachten, wenn ihr sockelt. Ergo nur noch die Sekundär hier beim Feuermage zum Beispiel Crit. Das ist immer noch der Hauptstart, worauf ein Feuermage geht. Immer schön auf Crit. Tempo kann schön sein. Zu irgendwelchen Dots erneuern oder sowas sei gesagt, das zählt für alle Klassen. Ihr habt einen Dot drauf, dann wird Heldentum gezogen. Ihr braucht dann den Dot nicht zu erneuern. Der Dot wird automatisch hochskaliert. Eine nette kleine Änderung, um die Spielmechaniken ein wenig leichter zu machen. Von Blizzard finde ich gut. Man zieht einfach, achtet nur noch drauf, da zum Beispiel lebende Bombe geradeaus gelaufen ist, direkt nachsetzen. Wie gesagt, es gibt genug Leute, die möchten lieber mit instabile Magie zum Beispiel spielen, was auch durchaus machbar ist. Dann braucht ihr auf einen dort weniger achten, beziehungsweise auf gar keinen, wenn ihr auf das Entzünden nicht achten solltet. Für Entzünden beobachten empfehle ich den Composition Helper. Wunderbar über Curse.de runterzuladen. Ja, Skills hier, heiße Sohlen, einfach damit man schneller läuft. Eisbarriere finde ich sehr schön. Man kann selber timen, wann man es setzt. Ist ein netter kleiner Absorb, der die Heiler unterstützt. Absorb hat man auch über einen Flammenschein. Aber er ist nicht so stark wie die Eisbarriere. Zeitverschiebung verlängert nicht mehr irgendwelche Pots, also Tränke oder Procs von euren Trinkets, also Schmuckstücken. Sondern konserviert einfach nur noch euer Leben.
und setzt euch an der Position zurück. Deswegen finde ich die Eisbarriere immer noch am schönsten und dabei bleibe ich auch. Hier im 45er Ringsfrost des Eisschutz Frostdrachen, da hat sich nichts dran geändert. Es ist total situationsabhängig, es ist alles CC-mäßig. Frostdrachen ist noch zum Schweigen bringen, Schrägstrich unterbrechen in dem Fall. Kann bei manchen Bossen durchaus mehr Sinn machen, beziehungsweise fast immer mehr Sinn. Man hat im aktuellen Content, fällt mir jetzt nichts ein, wo Ring des Frostes sinnvoll einsetzbar wäre. Große Unsichtbarkeit, dadurch wird die Unsichtbarkeit vom Cooldown heruntergesetzt und wir kriegen 3 Sekunden 90% weniger Schaden. Kann recht nice sein. Den Hintern retten tut uns aber wirklich nur kauterisieren, deswegen habe ich das drin. Kälteeinbruch, zweimal relativ schnell hintereinander Eisblock setzen, anstatt 5 Minuten warten zu müssen, finde ich auch nicht verkehrt. Spielweisen abhängig, ich mag Cauterisieren, habe dann eine kleine Anzeige über einen Composition Helper. Hey, Cauterisieren ist geprockt, schwupp, Eisblock. Oder wenn die Heiler gerade eh am Heilen sind, Eisbarriere zum Unterstützen, passt schon. Ich war ja hier in der Reihe mit den Spiegelbildern. Hier war vorher eine Mana-Reihe. Diese Mana-Reihe ist jetzt eine reine Schadensreihe geworden. Spiegelbild als kleiner Damage-Cooldown. Wie gesagt, die Spiegelbilder skalieren mit 100%. Rune der Kraft immer noch 15% erhöhter Zauberschaden, aber ihr seid statisch gebunden. Entsprechend haben wir dann ein nettes kleines Pendant für Lust des Beschwörers. Werdet ihr gleich, denke ich mal, auch sehen. Ja, werdet ihr sehen. Was die Glyphen angeht, habe ich hier drin Momentum, teleportiert euch in der Richtung, wo ihr gerade hinlauft. Also wenn ich jetzt nach rechts laufe, blinzeln, zack. Dasselbe funktioniert auch rückwärts, dann hat man so etwas Ähnliches wie einen Rückzug. Zeige ich euch, wenn hier der Cooldown Timer ausgelaufen ist. Das ist auch nochmal ein Add-on. Wie man sieht, es hat funktioniert mit dem Rückzug. Dann blinzeln, die Distanz nochmal erhöhen, finde ich sehr, sehr schön. Einäschern könnte man reinpacken, wenn man auf den Cooldown bzw. hier die Abklingzeit auf 1,5 Minuten haben möchte. Man macht halt einfach mehr Schaden, muss aber dann deutlich mehr auf den Zünden achten, dass die hoch genug sind. Finde ich dann also nicht ganz so toll. Infernoschlag verteilt so oder so schon mal Dots, aber mit der Infernoschlag-Glyphe einen halt mehr. Das sind so für mich die wichtigen Glyphen, die anderen Glyphen hier. Ja gut, Drachenodem sollte man vielleicht auch noch reinpacken, 100% mehr Schaden. Anstatt 1700 mal eben kurz 3400, macht einen Unterschied aus. Macht einen deutlichen Unterschied. Also packt sie euch rein, ich habe sie noch nicht. Gegenzauber kann nun gewirkt werden, während ihr andere Zauber wirkt oder kanalisiert und die Abklingzeit wird um 4 Sekunden erhöht. Kann sehr nützlich sein, ihr spart euch einen Glow-Cooldown. Aber ihr habt 28 Sekunden dann Abklingzeit, was mir persönlich wieder zu viel ist, deswegen habe ich sie nicht drin. Das war jetzt so ziemlich das Einzige, was sich jetzt wirklich großartig geändert hat. Die Glyphen sind jetzt tatsächlich auch Arkan und so weiter gebunden. Manche Glyphen schließen sich gegenseitig aus, wie hier beim Blinzeln. Hier die schnelle Teleportation schließt die Glyphe Blinzeln aus. Da ist die Frage, ob ich das vielleicht ändere, schnelle Teleportation gegen Blinzeln, damit ich zwei Aufladungen davon habe. Und die Aufladezeit 15 Sekunden finde ich doch recht nice. Betäubungs- und Bewegungseinschränkungseffekte. Da ist man nur im PvP wirklich drauf angewiesen, finde ich zumindest. Frostfeuerblitz um 0,5 Sekunden verringern. Wird dafür zu bringen. Er macht denselben Schaden wie Feuerball, ja, aber slowt den Gegner nochmal, ist für mich also wieder eine PvP-Glyphe. Ach ja, jede Menge Gerede, jetzt zeige ich euch ein bisschen was. Ich gehe nicht an die Totenkopfpuppen, die wurden nämlich schon auf 100 hochskaliert. Entsprechend ist eine relativ hohe Fehlrate. Ah, noch eine Änderung, die durch den Patch gekommen ist. Es gibt keine Trefferwertung und keine Waffenkunde mehr, die es früher gab. Zum Erreichen, dass man seine Ziele auch vernünftig trifft. Und dafür gibt es nun Bonusrüstung, ist nur interessant für Tanks. Mehrfachschlag, Lebensraub,
Vielseitigkeit und Vermeidung. Das sind neue Attribute, da kommt man jetzt nicht großartig dran für Mehrfachschlag. Ja, es gibt da ein Schwinkel, das trotzdem von den Schamanen. Hier sieht man sogar schon, wurde schon auf Warlords of the Draenor geändert. Schlachtzüge, Schlacht um Orgrimmar. Zeige ich euch kurz das Trinket, was das einzige ist momentan hier mit Mehrfachschlag. Und da es wirklich das einzigste ist für den Mage, lohnt es, finde ich, nicht unbedingt auf irgendeine Klasse zu gehen, die Mehrfachschlag braucht. Auch die anderen Klassen, so Melee, DDs etc. pp., haben maximal einen Gegenstand dafür. Also nicht so prickelnd. Jetzt zu der Standard-Rota. Cooldown-Timer werdet ihr gleich auch sehen, gehe ich mal fast von aus. Da haben wir den Proc, da haben wir den nächsten Proc. Habe ich jetzt einfach mal genommen, können wir auch direkt verteilen. Hier oben sehe ich wunderbar, wie die lebende Bombe läuft. Pyroschlag-Proc wird mir auch angezeigt, obwohl ich die Anzeige nicht bräuchte über den Cooldown-Timer, als du willst. Hier unten, ich weiß nicht, wie gut ihr es sehen könnt, sieht man die Höhe der Ticks des einzelnen Damages. Unten, wenn ein Eschern frei ist, sieht man, wie hoch das Ticken wird. Und wenn das einen Wert erreicht, wo ihr denkt, jo, den nehme ich mit, zieht einfach euer ein Eschern raus, wenn ihr Adds in der Gegend habt, Inferno-Schlag. Jetzt sehen wir hier 1140, wird weniger, aber 13 Ticks. So ab 1,5 kann man sagen, ist es wahrscheinlich ein sehr, ja, 1,2 geht auch schon. Aber sehr viel höher werdet ihr nicht kommen, vielleicht 3K-Ticks. Aber das ist dann wirklich das Maximum. Zum Bewegen haben wir immer noch unser Versengen. Unsere AI-Möglichkeit beschränkt sich hier auf den Flammenstoß und auf das Verteilen mit dem Inferno-Schlag. Verteilt auch die lebende Bombe auf drei Ziele, was ich sehr, sehr schön finde. Die lebende Bombe, wenn die explodiert, haut nochmal richtig was im Schaden raus. Das sieht man dann auch im Recount wunderbar. Hier oben sieht man auch schön, wie sich der Frist-Beschwörer auf 5 hoch und dann geht er wieder runter. Wenn man sich noch ein bisschen an den richtet, wenn man so kurz vorher ist und ein Pyro hat und man ist eh auf 4, zieht man auf 5 den Pyro raus. Dann hat man den Initialschaden deutlich höher. Nicht vergessen, so wie ich hier, Arkane Brillanz zu aktivieren, erhöht euer Crit. Für die, die sich wundern, warum sie keine Frostrüstung mehr haben. Die wurde jetzt fest implementiert, beziehungsweise ihr habt das automatisch hier, die glühende Rüstung. Das ist bei Arkan und Frost auch so. Ihr könnt also jetzt als Feuermensch nicht mehr sagen, hey, ich hätte gerne mehr Haste. Ist nicht. Da habt ihr Pech gehabt. Genauso wie die passive Glyphe mit dem erlittenen körperlichen Schaden ist auch mit drin. Genauso wie bei den anderen Glyphen. Ich denke mal, das war jetzt noch nicht alles Neues vom Mage. Haha, reingelegt. Magie verstärken. Erhöht die Heilung eurer Heiler um 10% über 6 Sekunden mit einem 2 Minuten Cooldown. Sprecht es mit euren Heilern ab oder ihr habt mittlerweile genug Gefühl, dass ihr wisst, okay, jetzt kommt Schaden rein, jetzt kriegen die Heiler Probleme, Magie verstärken, raus damit. Jetzt haben wir aber alles Wichtige vom Fire Mage abgearbeitet. Und das nächste, was ich mir widme, ja, wird dann wahrscheinlich der Frostmage sein. Und dann habe ich noch einen Charakter mit einer Spezialisierung im Auge, wo ich noch relativ gut Bescheid weiß, wo ich dann noch ein Video zu mache. Hinterlasst mir einfach mal einen Kommentar, was ihr davon haltet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach rein damit. Ich versuche sie euch zu beantworten. Unten in die Kommentare. Hinterlasst mir auch ein Däumchen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.